Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen, lieber Zuseher. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute freue ich mich ganz besonders. Eine ganz, ganz junge Frau habe ich zu Gast, die ich schon mal zu Gast hatte, Eileen Meyer. Wir haben das letzte Mal gesprochen über ihre Fähigkeit, mit Tieren zu kommunizieren. Und der heutige Anlass ist die Wendezeit von Nepomuk Meyer. Der Name, Namensgleichheit ist kein Zufall. Wir hatten schon ein Gespräch auch mit Nepomuk zur Wendezeit und es war für mich ein schöner Anlass, Eileen nochmal einzuladen. Herzlich willkommen, meine Liebe. Danke, Michelle, für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, ich freue mich auch. Weißt du, wir haben im Vorgespräch schon kurz erwähnt, ich finde bei euch Jungen so erfrischend, dass alles so leicht gehen darf, ja? In meiner Generation und wahrscheinlich auch noch in der Generation deines Vaters ist so im Hinterkopf, es muss alles schwer gehen und lang dauern und viel kosten soll es auch. Und am besten, wenn es auch noch so richtig wehtut, dann ist es wertvoll, ja. Und hier geht es einfach so unbeschwert an das Ganze heran und das finde ich wunderschön und sehr, sehr erfrischend. Meine Liebe, erzähl, wie kam es dazu, dass du bei der Wendezeit dabei bist? Genau, bei der Wendezeit ist es ja jetzt so, wir machen ein kleines Telepathie-Seminar. Das heißt, wir haben einen Praxisteil und einen Theorieteil. Beziehungsweise es teilt sich so eben auf, der Nepomuk, also mein Vater, macht dann diesen Theorieteil und ich mache dann mit den Teilnehmern den Praxisteil. Weil ich ja selber Tierkommunikation mache und mit Telepathie vertraut bin, weiß ich einfach, oder habe ich eine Methode, wie das Ganze funktioniert und wie man sich da gut reinfühlen kann. Und jeder, der das dann erleben möchte und der sagt, okay, ich will jetzt mal reinschnuppern, wie funktioniert ein Telepathie überhaupt? Was ist damit alles möglich? Was kann man damit alles machen? Funktioniert das wirklich? Das ist ja auch immer so ein Thema. Und der kann gern vorbeischauen und kann sich das Ganze mal ja, näher betrachten und da mitmachen und reinspüren, wie das so ist. Am eigenen Leib erfahren. Ich habe dir auch im Vorgespräch erzählt, dass ich habe so eine Remote Viewing Ausbildung gemacht, Ja. mit diesen langen Protokollen, die man wirklich abarbeitet. Und ich finde es so erfrischend, das geht auch direkt. Also man muss nicht diese langen Umwege machen. Und Genau. ja, wer da offen ist und bereit, der darf sich von dir ein paar Inspirationen holen lassen. Magst du das ein bisschen beschreiben? Magst du ein paar Ideen dazu teilen mit uns? Genau, das Schöne an der Telepathie ist eben, wie du schon sagst, du brauchst nicht eine ewig lange Ausbildung, du brauchst nicht eine ewig lange Vorbereitung. Es geht eigentlich nur darum, dass du verstehst, wie im Grunde das Ganze aufgebaut ist. Und wenn du das verstehst, wie du da hinkommst auf diese telepathische Ebene, das beschreibt man dann quasi in diesem Theorieteil. Wenn du das verstanden hast und dann das mal ausprobierst, dann siehst du, dass es das überhaupt nicht mehr schwer ist. Das heißt, es ist wirklich eine Methode, die ja eigentlich relativ leicht ist, aus dem Grund, dass Telepathie eigentlich ja jeder kann. Also Telepathie ist in jedem ja verankert, weil es ja eigentlich die ursprüngliche Form der Kommunikation am Anfang war, ist es in jedem Menschen verankert. So, jetzt ist es eigentlich nur noch die Aufgabe dann von uns an diesem Tag, die Erinnerungen der Menschen wieder zu wecken. Hey, du kannst das ja, schau mal, so und so ist es gegangen. Natürlich gibt es verschiedene Arten, wie man Telepathie ausführen kann. Du musst dann jeder sowieso individuell seine Art finden. Dadurch ist es einfach alles leicht, ja, weil es eben schon in jedem verankert ist. Und wir machen da verschiedene Übungen dann zum Beispiel. Wir werden eine Übung machen, wo wir tatsächlich Pflanzen einhüllen, damit man sie von außen nicht erkennen kann, oder Gemüse und Obst. Also ganz simpel, ganz bodenständig anfangen. Und dann versuchen wir, eine telepathische Verbindung aufzubauen. Ja, und dann mit dieser Pflanze oder mit diesem Gemüse zu kommunizieren und zu fragen, okay, welche Art bist du? Bist du Apfel, bist du Banane, bist du Birne? Was hast du vielleicht für Aufgaben? Wie fühlst du dich sogar? Also das geht dann schon ein bisschen tiefer. Aber am Anfang ganz simpel zum Starten, dass man Gefühl dafür gibt, wow, okay, ich kann das wirklich. Ja, das ist ja immer, du brauchst jetzt Menschen immer auch diese Bestätigung. Und wenn man dann eine verhüllte Pflanze oder Obst hat und dann die Teilnehmer sehen, wow, ich habe das jetzt wirklich kommuniziert, dass das ein Apfel ist. Ja, der hat mir das jetzt wirklich gesagt, der hat sie gezeigt und so. Und dann macht man das auf und es ist dann wirklich ein Apfel. Dann steigert ja auch das Gefühl, dass man das auch wirklich kann. Ja, und dann geht man mal tiefer und tiefer und so sind die ganzen Übungen aufgebaut und so starten wir dann und so kriegt jeder dann ein Gefühl dafür.
Also im Endeffekt geht es also vor allem bei den Älteren darum, dass wir unsere Blockaden lösen, ja? Weil Richtig, wir ja. also können tun wir es alle. Und vor allem, weil du sagst, das war früher die Kommunikation. Also es wird, glaube ich, auch in der Zukunft sein. Also die neue Erde wird, glaube ich, sehr still sein, ja, weil viel weniger gesprochen wird, ja, sondern da ist das meiste dann telepathisch. Und ich glaube, dass wir ja auch jetzt viel mehr telepathisch kommunizieren, als uns in Wahrheit bewusst ist, nicht? Ja. Ja. Es ist ja auch so, dass wir Telepathie im Endeffekt täglich nutzen, aber unterbewusst. Ja, Ja? Da klar. gibt es immer dieses tolle Beispiel von, ich bin gerade beim Putzen und ich denke an meine Freundin, die habe ich schon 5 Jahre nicht mehr gesehen und auf einmal klingelt das Telefon und die Freundin ruft an. Genau. Oder so ganz simple Sachen, das ist jedem schon mal passiert. Und im Grunde ist das eine Art von Telepathie. Also wir nutzen das täglich oder eben unterbewusst und uns ist das einfach, ja, nicht aktiv im Kopf, dass wir es Telepathie nutzen. Ja. Und für viele ist ja Telepathie nur so ein weit entferntes Thema, ja, Thema der neuen Welt und Thema der neuen Kommunikation und wie funktioniert das überhaupt. Aber im Endeffekt hat das jeder drin. Es geht nur darum, es wieder zu aktivieren und den Menschen die Methode aufzuzeigen, ja, wie wenden die das jetzt an. Ja. Und Telepathie ist ja einfach viel vielfältiger, ja, weil es viel tiefer geht. Da geht es nicht nur um die Worte, sondern bei Telepathie, da bist du auf einer ganz anderen Ebene verbunden, auf einer Herzebene. Du kannst quasi gar nicht lügen oder so, weißt du? Das ist eine ganz andere Übertragung von Gefühlen, von Worten, von Gedanken. Und du nimmst den anderen Teilnehmer, also Partner oder Tier, Mensch, Pflanze, was auch immer, mit wem du kommunizierst, ganz und anders und intensiver wahr. Und das ist das Schöne, weil es einfach eine wahrhaftige Kommunikation ist. Also ihr fangt mit Pflanzen und Früchten an, Richtig. geht es dann auch weiter mit anderen Wesenheiten oder auch mit Menschen in deinen Übungen? Genau, du kannst die Telepathie ganz, ganz vielfältig anwenden. Wir fangen an mit dieser Basisübung, damit jeder schon mal Gefühl dafür kriegt. Und dann kann man das natürlich ausweiten und kann sagen, man kann jetzt, man macht jetzt eine Übung mit dem Gegenüber, mit den Teilnehmern, wo vor Ort sind. Das kann sein, ich schicke dem Gedanken rüber, ich schicke dem mal Farbe rüber, ganz simpel. Oder wir stellen uns auf und wir sagen, okay, geh los, bleib stehen. Einfach telepathisch quasi, dass man das auch wirklich in der Praxis sieht. Boah, ich bin jetzt stehen geblieben. Hast du das jetzt wirklich? Ja, mit einer Handübung, dass der andere sieht, okay, das ist jetzt wirklich so passiert. Und dann kann man das eben ausweiten, dass man sagt, man kommuniziert mit anderen Wesenheiten. Das kommt nicht immer darauf an, wie bereit die Teilnehmer sind. Also, das ist ganz individuell dann auszuprobieren. Also das gilt für die, die bei der Wendezeit dabei sind. Hast du auch Angebote für Menschen, die jetzt sagen, ich habe jetzt keine Zeit zu diesem Wochenende? Also lehrst du das auch unabhängig davon, ich nehme an, ja? Ja, also man kann es natürlich unabhängig davon auch lernen. Wer sich dafür interessiert, jederzeit kein Problem. Kann sie gerne melden. Das ist, können wir auch so machen, ja, natürlich. Also du hast da kein fixes Programm, sondern du bietest einfach dein Wissen an und wer möchte, finde ich auch herrlich. Unkompliziert, ja. Ja, es ist unkompliziert und vor allem, wenn man eine gewisse Struktur hat, so eine feste Struktur, du kannst vor allem bei so einem Thema, du kannst nicht deine Methode oder eine Methode auf jeden anwenden und projizieren, weil jeder wendet die Telepathie wieder auf eine ganz andere Art und Weise an. Deswegen muss man individuell schauen und sich reinfühlen, wie ist das für den am besten? Wie kann der am besten damit klauen? Wie kriegt er am besten ein Gefühl dafür? Und es ist immer ganz individuell. Da muss man schauen, wer gegenüber sitzt und wie er das macht und wie tief er auch in diese Blockade drin ist, wie tief wir das wieder aktivieren müssen. Oder es gibt Menschen, die sind da ganz offen, für die ist das voll leicht, gell? Da geht man dann schon tiefer und tiefer weiter. Na, ist ganz toll. Wie groß darf die Gruppe sein? Weil da werden ja relativ viele dabei sein, aber bei dir wahrscheinlich irgendwo Genau, ein. wir haben ja da, das ist der Daniel König, kommt ja da an und zu diesem Seminar. Also man kann sich dann auf der Website von Mione.mai anmelden. Da gibt es eine gewisse Annehmerzahl, ich weiß nicht, auf was er das beschränkt hat. Und da kann man dann die Tickets für das Wochenende kaufen. Genau. Und machst du da so ein bisschen Einstimmungsmeditation oder springen da alle gleich rein? Na, wir machen mal eine Meditation am Anfang und gehen erstmal, wir bauen uns quasi gedanklich eine Bühne auf. Das ist schon mal der erste Schritt. Wir gehen in die Meditation, dass wir erstmal wieder bei uns ankommen, weil jeder Seminar und andere Menschen und immer außen. Dann fahren wir mal runter, kommen wir bei uns wieder an und dann starten wir einfach mit einer Meditation, dass er wieder zu sich zurückkehrt und dann bauen wir unsere Bühne auf gedanklich. Und das kann für jeden ganz anders sein. Ich bin an meinem Lieblingsplatz, an einem Wald, ja, an einem Strand,
an einem Meer, wo auch immer. Und dort begibt sich dann der Mensch hin und fühlt dann einfach die Umgebung. Ja, das machen wir ganz intensiv. Und dadurch, dass du die Umgebung, in der du dich gedanklich begibst, fühlst, bist du schon mal auf einer anderen Ebene geistig. Und auf dieser Ebene starten wir dann mit ganz kleinen Übungen und bauen das dann immer wieder auf. Und so kriegen die Menschen ein Gefühl dafür, okay, wann bin ich in dieser telepathischen Kommunikation drin und wann bin ich in meinem Verstand drin? Weil das ist ein ganz großes Thema, unterscheiden zu können, wann sagt mir mein Kopf das, dass das die Pflanze oder was auch immer das gesagt hat und wann war es wirklich eine Kommunikation. Das üben wir da einfach. Ganz spannend. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Telepathie und Medialität? Nein, tatsächlich nicht, weil von mich aus ist es so, dass Telepathie eine Form von Medialität ist. Ja, deswegen. Denke ich auch. Eine Also Form das einfach davon, war jetzt genau. gerade ja, genau. Herrlich. Ich finde das so schön. Mir freut das so, dass das so wirklich so leicht gehen kann. Sag, und wenn jetzt wirklich jemand sich an dich wendet, kann ja sein, jemand sieht das Video anlässlich der Wendezeit, aber sagt, ich möchte das wirklich mit der Eileen lernen oder ich möchte einfach meine Blockaden lösen. Wie schaut Ja. das dann aus? Geht das über Zoom auch? Genau, wir können das auch gerne über Zoom machen. Das kommt dann mal ganz darauf an, wie weit dann der Mensch weg wohnt. Aber meistens läuft es einfach über Zoom. Das kann man auch ganz gut machen, weil man einfach im Gespräch da ist. Und dann kann man wirklich tiefer einsteigen, auch in die Geschichte von den Menschen, und sagen, okay, warum willst du das lernen? Was bringt dir dazu? Ja, das ist ja auch schon mal so ein wichtiger Punkt, wo führt dir deine Geschichte hin? Hast du schon mehr Erfahrungen damit gemacht? Und auf der Basis kann man dann einsteigen und kann man sagen, okay, jetzt machen wir verschiedene Übungen. Ja, du kriegst verschiedene Übungen von mir mit. Üben wir das Ganze. Und wenn du dich sicher fühlst, gehen wir immer einen Step weiter, bis der irgendwann sagt, so, jetzt bin ich sicher, jetzt weiß ich, dass ich telepathisch kommunizieren kann und kann es ganz individuell für sich anwenden, wenn er mit Tieren kommunizieren möchte, wenn er das einfach so erfahren möchte, als Teil seiner Erfahrung. Das bleibt dann dem Gegenüber einfach bei sich, ja. Ganz spannend. Also eine schöne Möglichkeit. Und vor allem, also du hast es eh kurz erwähnt, ich möchte nur noch wiederholen, wahrscheinlich ist es wichtig, Menschen zu erinnern, dass sie das ja schon x-mal erlebt haben. Ja? Richtig, richtig. Es geht hier nicht darum, dass man eine neue Methode der Kommunikation irgendwie etabliert oder da hier ein Fass aufmacht, sondern es geht eigentlich nur darum, jeden Menschen zu erinnern, hey, du kannst das eigentlich schon, du kannst es anwenden. Das ist nicht irgendwie ein neues Riesending, von dem jeder spricht und neue Erde und Telepathie und oh, was ist das überhaupt, sondern es ist ganz greifbar für die persönlich. Ja, das ist ein greifbares Thema. Und die Menschen wieder zu erinnern, ja, du kannst das auch, du machst das eigentlich unterbewusst jeden Tag. Bloß dadurch, dass wir so fern im Kopf und Verstand sind und im Außen sind, blockieren wir das Ganze Tag für Tag und Jahr für Jahr. Und einfach wieder da zurückzugehen. Telepathie ist ja schön die Möglichkeit, wieder zurück zu sich selbst zu finden. Weil Telepathie kannst du dann wirklich nur ausüben, wenn du bei dir bist und wenn du wieder sehr geerdet bist. Und das ist eine schöne Methode, sie wieder zu erden und wieder zurück zu sich zu finden und nicht hier im Außen, im Verstand, im Kopf zu sein. Auf Empfang zu schalten Auch und genau, auf Empfang zu schalten. genau und sich hinzugeben auch, ja. Richtig. Telepathie ist für mich ja auch ganz wichtig, so diese Verbindung mit der eigenen Seele, mit dem höheren Selbst, wäre immer muss mit der Quelle, mit der göttlichen Quelle, ja. Ja, und auch ganz früh mit Urvertrauen, weißt du? Weil wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt bei jedem Ding Information, was ich bekomme, sage, ah, oh, das war jetzt mein Verstand, das hat mir jetzt mein Verstand gesagt, aber dadurch, dass ich ja direkt die Bestätigung kriege, das war ja jetzt wirklich so, es war wirklich der Apfel, der hatte jetzt wirklich dieses Zeichen, der hat mir wirklich diese Farbe gesagt, weil er es aufgeschrieben hat davor oder so, in dieser Übung jetzt, was ich vorher erklärt habe, sehen die Menschen, okay, das ist nicht mein Verstand, ja, das ist wirklich so, und dann kommt da wieder dieses Urvertrauen zu dieser göttlichen Quelle wieder zurück. Weil im Endeffekt nimmst du die Informationen ja von dieser göttlichen Quelle raus. Und mit dieser Quelle ist ja jeder verbunden. Ist diese Quelle ist ja jeder entstanden. Und die Telepathie ist ja dann einfach nur so ein Tool, um die Menschen wieder zu erinnern, dass sie von dieser Quelle abstammen und wieder dieses Urvertrauen dadurch finden. Ja? Dass man göttlich geführt wird und beschützt ist zu jeder Zeit. Genau. Wichtig sind, glaube ich, auch die Sinnessysteme, die bei jedem dominant sind. Ja? Also die Ja. einen hören mehr, die anderen sehen mehr, die nächsten fühlen es. Also das ist wahrscheinlich auch wichtig, ne? Genau, das ist dann das, wie jeder das anders wahrnimmt. Viele, die hören dann im Gegenüber sprechen, wirklich in einem Kopf. Andere sehen das in Bilder, manche sehen es in Farben, manche fühlen es, manche riechen was dabei tatsächlich. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja.
Ganz spannend. Und im Endeffekt geht es ja auch darum, also das ist im Endeffekt weiße Magie auch, ja. Ist letztlich auch nichts anderes, ja. Dass wir quasi uns hinein, ich kann mich erinnern, vor gefühlt 100 Jahren, da ging es so darum, sich in diese Rose hineinzuversetzen, ja. Also diese Rose zu werden, wirklich die Grenzen aufzulösen, ja. So diese, wir können deswegen Telepathie anwenden in all ihren Formen, weil wir eigentlich verbunden sind. Also wir sind Genau. alle eins, ja. Genau. Ja, das ist diese Grundbasis, um die es dann geht, dass man kann viel mit Reden erreichen. Ja? Man kann die Menschen jetzt viel erzählen, ja, wir sind alle miteinander verbunden. Aber wenn dann dieser Schritt kommt und man das fühlt, ja, und das ist eben das Tool der Telepathie, man fühlt es dann, dass sie mit diesem ganz blöd gesagt, Apfel, Baum, was auch immer, ich bin mit ihm verbunden. Ne? Ich fühle das, was der fühlt. Und wenn man das mal erlebt hat, nicht nur gehört hat, sondern wirklich erlebt hat, vom Herzen her, dann ist das ein ganz anderes Verständnis auch für die Welt, was dann aufkommt. Ja, weil natürlich möchte ich jetzt der Umwelt nicht schaden, weil ich weiß, irgendwie spüre ich das auch, da kommt es wieder zu mir zurück, weil wir sind ja miteinander verbunden. Und dann wechselt die ganze Perspektive auf die ganze Welt auch. Ganz spannend. Also du wirst einigen, glaube ich, die Augen und vor allem auch die Herzen öffnen an diesem Wochenende. Und ja, ich kann nur allen empfehlen, sich da anzumelden. Der Link ist natürlich unterhalb von diesem Video. Schau dir auch mein Gespräch mit Nepomuk an. Ich habe auch ein Gespräch mit dem Daniel König schon gehabt. Gottvoll, ich kann nur sagen, wirklich gottvoll, hat viel Freude gemacht. Und ja, ich denke, wir werden uns auch wiedersehen. Danke dir. Ich danke dir für die Möglichkeit, darüber sprechen zu können, das zu veröffentlichen, damit viele Menschen vielleicht da die Möglichkeit finden, dorthin gehen zu können. Ja. Vielen Dank. Oder zu dir direkt zu kommen, ist auch Oder schön. zu mir, je nachdem. Danke dir.